Herzlich willkommen zu unserem kleinen Carnivoren-Workshop hier in der Scapers Lounge. Ich bin der Manu und moderiere das hier ein bisschen. Das ist der Stefan aus München extra angereist. Das ist Hallo unser allerseits. Experte für Ja. Carnivoren Escapes quasi. Ja. Und fangen wir doch einfach mal an. Du stellst dich kurz vor und erzählst, wie du zu den Carnivoren gekommen bist. Ja, ich bin der Stefan und bin 38 Jahre alt. Wie er schon gesagt hat, ich wohne in München. Wie ich dazu gekommen bin, ich bin eigentlich noch gar nicht so unendlich lang in der Karnivoren-Thematik drin. Ich mache das jetzt seit ungefähr 4 Jahren. Es ist also wie eigentlich wahrscheinlich jeder anfängt mit Karnivoren. Ich bin halt irgendwann mal im Baumarkt rein. Da standen halt wie immer die Sachen da. Und dann denkt man sich, ja, verflixt, das schaut wahnsinnig spannend aus, dann nehme ich mal was mit davon. Und wenn man dann daheim ist und sich dann zum ersten Mal überhaupt informiert, okay, was muss ich jetzt eigentlich machen, damit die überleben, dann kommt man irgendwann zwangsläufig auf diverse Internetseiten, wie zum Beispiel das von der Gesellschaft für fleischfressende Pflanzen, das Forum, du kennst das ja mittlerweile auch. Ja. Und das ist einfach die ultimative Quelle. Und wer da einmal reintaucht, der kommt aus der Thematik nicht mehr raus. Und dann werden dann schnell aus diesen 3, 4 Pflanzen, die man so regelmäßig in Baumärkten kriegt, da wird dann wahnsinnig schnell eine unglaubliche Sammelwut. Da muss dann mehr und mehr und mehr und mehr her. Und jetzt kommt es halt immer darauf an, es gibt ja so unglaublich viele fleischfressende Pflanzen auf der ganzen Welt, wo die wachsen. Und es sind jetzt nicht alle für die Indoor-Kultur in der Wohnung geeignet. Jetzt ist es bei mir zum Beispiel so ein Fall, ich habe keinen Garten, nichts, und sehr viele Pflanzen sind tatsächlich Gartenpflanzen. Und so bin ich dann halt natürlich entsprechend der Begebenheiten, die ich bei mir daheim habe, dann eben auf gerade Sonnentaue und Utricularia kommen. Weil das sind wirklich Pflanzen, die kann man weitestgehend in der großen Masse einfach daheim am Fensterbrett halten. Also es ist im Grunde alles, was man braucht, ist ein Untersetzer, da wo man dann so das Töpfchen mit der Pflanze reinstellt und schaut, dass in dem Untersetzer so 1 bis 2 Zentimeter ja, Regenwasser oder destilliertes Wasser drin ist. Also es ist wichtig bei Kalk. Also Leitungswasser, wenn man hernimmt und man kommt nicht glücklicherweise aus einer Gegend, wo quasi eh schon gefühlt Osmosewasser aus dem Wasserhahn rauskommt, kann man Leitungswasser wegen dem Kalk für fleischfressende Pflanzen nicht verwenden. Die gehen da relativ zügig ein. Und ja, aber im Grunde steht man halt dann wirklich da, nimmt seinen Untersetzer, stellt das rein, 1, 2 Zentimeter Wasser, immer permanent im Anstauben. Man kann sie nicht kaputt gießen, man kann sie nur vertrocknen lassen. Das heißt, jeder, der irgendwas Grünes daheim haben will, das ein bisschen spektakulärer ausschaut und aber gleichzeitig weiß, ich habe eigentlich keinen echten grünen Daumen, dann ist das hier optimal dafür. Da kann man nicht wirklich groß was falsch machen. Und dann halb wichtig, Sonne, 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 Sonne. Also Südfenster, pralle Mittagssonne, voll drauf, das ist absolut optimal. Also wenn man so eine Möglichkeit hat, braucht man eigentlich wirklich nichts außer dem Untersetzer und der Mittagssonne. Und dann wachsen die vor sich hin. Es gibt natürlich auch, und damit scheiden dann halt auch wieder viele Arten aus, warum ich ja vorher gesagt habe, mit der Gartenkultur ist. Vielleicht kennst du ein oder anderes, es gibt ja auch noch so die Schlauchpflanzen, zum Beispiel Sarazenia, die auch teilweise Meter und höher werden können. Wahnsinnig spannend und spektakulär aus Nordamerika. Aber das sind Pflanzen, die brauchen aufgrund dem Klima, in dem sie wachsen, eine Winterruhe. Das heißt, sie brauchen im Winter schon kühle Temperaturen von maximal 10 Grad. Und damit scheidet halt die Kultur ganzjährig daheim in der Wohnung aus, gerade wenn man mit den Pflanzen langfristigen Erfolg haben will. Dasselbe gilt übrigens auch für die bekannteste fleischfressende Pflanze von allen, Dionaea muscipula, die Venusfliegenfalle. Das ist auch eine Pflanze, die wächst nur in den USA an der Ostküste, und es ist keine Dschungeltropenpflanze, wie man sich vielleicht vorstellt. Und auch die wächst dort eigentlich in ähnlichen klimatischen Bedingungen, wie wir es auch in Deutschland haben. Und so wie man bei uns auch keine Gartenpflanze das ganze Jahr in der Wohnung halten kann,
so gilt es für diese Pflanzen auch. Das heißt, wenn man so, kann man schon grundsätzlich auch am Fenster halten, ja, aber dann braucht es irgendeinen Ort, wo man die über den Winter tatsächlich irgendwie hinverfrachten kann, wo es kalt ist. Also ich habe es bei mir zum Beispiel, es ist die bisschen suboptimale Kultur, aber ganz will man ja auch nicht immer auf diese Pflanzen verzichten. Also ich habe bei mir die dann zum Beispiel im Treppenhaus stehen. Über den Winter, da ist halt ungeheizt, da ist es dann auch im Winter kalt und das passt dann schon mit diesen 10 Grad so ungefähr. Und da überwinter ich die dann halt. Aber wenn man diese Möglichkeit nicht hat, dann ist das nichts. Und es ist dann auch tatsächlich so, dass trotzdem so eine, diese Pflanzen, wenn man die drinnen hält, die schauen halt nie so schön aus, als wenn man die tatsächlich das ganze Jahr draußen halten kann. Da wo es dann auch so diese Nacht-Tag-Temperaturunterschiede haben, was ja dann auch wirklich für diese echte Farbintensität sorgt. Drin schaut es immer ein bisschen trauriger aus als draußen. Aber was halt wirklich geht, und das ist das Schöne, das sind gerade eben Sonnentaue, viele Utricularia. Auch bei Sonnentauen, ja, gibt es auch wieder Arten, die halt in Nordamerika wachsen, die auch bei uns sogar in Deutschland wachsen. Also es gibt insgesamt sogar 3 Sonnentaue, was viele gar nicht wissen. Also Sonnentaue Drosera, also das sind diese hier, wie gesagt, mit diesen Klebetropfen drauf, diese kleinen Pflanzen. Und die wachsen auch teilweise bei uns in Deutschlands Mooren. Die kann man natürlich jetzt für sowas, was man das ganze Jahr daheim haben will, auch nicht hernehmen, weil auch die den kalten Winter brauchen. Aber es gibt so 3 Regionen auf der Welt, die tatsächlich für die Indoor-Kultur geeignet sind. Es sind eigentlich eh die großen Meckers der Sonnentaufreunde. Und das ist Südafrika. Da bewegen wir uns auch heute mit der Auswahl, die ich hier habe, an Pflanzen. Und Australien und Südamerika. Und da kommt eigentlich der absolute Großteil von Drosera, kommt eben genau aus diesen Gegenden. Und ja, die haben auch kein Problem damit, weil auch in Südafrika gibt es auch einen Winter. Die haben auch kein Problem damit, wenn es im Winter kühler wird, aber man kann die trotzdem problemlos das ganze Jahr warm drinnen kultivieren. Man kann die das ganze Jahr auf die Fensterbank stellen und gut ist. Und die schauen eigentlich immer gleich gut aus. Das Einzige, was halt ist, gerade im Winter, da ist halt dann einfach, weil das sind halt wahre Sonnenanbeter. Und im Winter hat man dann schon das Problem, dass die Pflanzen halt, wenn du das einfach so am Fenster stehen hast, dass das Sonnenlicht, wie es dann bei uns tagsüber kommt, halt nicht mehr ausreicht. Und damit die noch wirklich gesund erscheinen, die vergeilen dann, also sprich die Pflanzen kriegen dann lange, dünne, sehr grüne Blätter, sie kriegen diese schöne Rotfärbung nicht mehr. Licht ist auch tatsächlich, also diese Tropfen, die man da immer so schön drauf sieht, das hat jetzt nichts mit irgendwie hoher tropischer Luftfeuchtigkeit zu tun, dass man die jetzt irgendwie in ein Terrarium reinstopfen muss, damit die so ausschauen, sondern es ist das entscheidende Kriterium, ob die Tropfen haben oder nicht, ist Licht. Licht, Licht, Licht. Und da muss man dann halt im Winter hingehen, um diese, müsste halt dann zusätzlich beleuchten. Und im Grunde, wie bin ich dann oder wie kommt es jetzt dazu, weil du gefragt hast, der. Ja, du hast ja mit der Überleitung schon angefangen. Ja. Aquascaping. Genau. Wie kamst du dann darauf, die Karnivoren, oder hattest du zuerst ein Aquarium oder zuerst die Karnivoren? Erst die Karnivoren. Genau. Also ich bin tatsächlich. Wie kamst du dann da drauf? Also ich habe auch ein Aquarium daheim, nennen wir es Aquascape, aber ich bin da wirklich eigentlich erst dadurch dann irgendwie, dass dann auch komm, verdammt, ich will das andere auch haben. Es ist so gewesen, ich habe, wie er gesagt hat, wie man die halten kann, der Untersetzer auf dem Fensterbrett, die vielen, vielen Töpfe drin. Und ja, die Sammlung wird größer und größer, der Unmut der Frau, hallo Frau, wird größer und größer, weil es halt einfach echt nicht schön ausschaut auf dem Fensterbrett. Und es ist ja gerade so, wenn du mal lüften möchtest, musst du erst einmal 100 Töpfe irgendwie wegräumen, damit du überhaupt mal dein Fenster aufmachen kannst. Und dann war halt irgendwie so dieses, okay, gut, mir gefällt es selber nicht, der Frau gefällt es noch weniger, ich möchte aber Sympathien für mein Hobby haben, um es weiter haben zu dürfen. Ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, das so in eine Art zu gestalten, dass der Horn einfach schön ausschaut. Und dann bin ich
über einen Kumpel, der tatsächlich auch Aquarianer ist, der hat mir dann mal Signscaper empfohlen, dass ich mir das mal anschauen soll, weil der da so begeistert davon war. Und bei dem ist ja das Entscheidende, der verwendet ja ganz, ganz viel diese flachen Aquarien. Und das hat mich so begeistert, dass ich gemerkt habe, wie unglaublich schön man eigentlich Landschaften in die Wohnung reinholen kann. Dass ich sagen muss, das war eigentlich so mein Einstieg. Und über den bin ich dann tatsächlich auf Juris gekommen. Und der hat damals ja mal so eine ganze Reihe gemacht, wo er diese Doha-Gefäße angelegt hat. Und dann dachte ich mir, genau das ist es, was ich gesucht habe. Dass du hast diese kleinen, echt verdammt stylischen Glasgefäße. Du musst es nicht irgendwie in einem Plastikkübel irgendwie daheim hinstellen. Und das hat mich sofort begeistert, weil die haben auch einen ganz entscheidenden Vorteil. Ich habe am Anfang ja auch mal ein hohes Glasgefäß daheim gehabt, wo ich meine ersten Landschaftsversuche drin gemacht habe. Aber du hast das Problem in einem hohen Becken, du machst deine Landschaft da rein und es ist ja, diese Pflanzen brauchen ja wirklich Wasser, viel Wasser. Das sind ja Pflanzen, die ja vor allem in Sümpfen, in Mooren auch wachsen. Und auch die in Südafrika, auch wenn die nicht im Regenwald wachsen, sondern eher neben Zebras und Antilopen wachsen. Aber sie wachsen immer dort, wo Wasser ist. Also sprich gerade in so Bergregionen, da wo halt dann auch immer das ganze Jahr über Bäche Wasser fließt. Und genau dort wachsen die dann. Das heißt, es ist wichtig, dass die immer ausreichend Wasser haben. Wenn du jetzt allerdings ein hohes Becken nimmst und machst dann zur Hälfte Land rein und viel Wasser, dann hast du schnell das Problem, dass du hast keine ausreichende Luftzirkulation und dir wird das verdammt schnell verschimmeln da drin. Das Problem hat man einfach verdammt schnell, gerade mit diesem extrem nassen Torf, mit dem man dann da arbeitet, dass dann das ganze Moos und alles da drin und auf dem Boden, dass du immer damit beschäftigt bist, irgendwie den Schimmel da rauszuholen. Und dann haben dann diese flachen Gefäße echt den unglaublichen Vorteil, dass sie eigentlich im Grunde ja nichts anderes sind wie ein überdimensionierter Plastiktopf, wo die dann genau auf der Höhe wachsen. Das heißt, die Luft weht drüber, es zirkuliert. Du hast da drin, also ich zumindest, vielleicht habe ich auch nur Dusel gehabt bis jetzt, aber ich habe nie Schimmelprobleme da drin, in den hohen Gefäßen schon. Und deswegen sind diese hier, oder es muss ja nicht das von Doha sein, aber allgemein flache Gefäße haben den ganz, ganz großen Vorteil, dass die Luft zirkuliert, du hast keine stehende Luft, du hast nicht diese extrem hohe Luftfeuchtigkeit, das dir dann irgendwann alles wegschimmeln lässt. Ja, wie du schon sagtest, es sind keine tropischen Pflanzen aus dem Dschungel, sondern eher Moore, die brauchen von unten das Wasser, aber genau. Auch die Luft. Also es gibt schon auch, also damit man nicht denkt, da wäre gar nichts in den Tropen, also Karnivoren wachsen überall auf der Welt. Außer in der Antarktis, da findet man ja aber auch sonst nichts. Aber es gibt auch Regenwaldpflanzen, also besonders bekannt sind ja da Nepenthes, also die Kannenpflanzen, diese, die dann halt so Bäume sich hochranken und dann halt so an so in ihren Blättern, an den Tendrilen dann so teilweise ja bis zu so große Kannen wirklich bilden, die dann so Verdauungsflüssigkeit haben, wo dann die Insekten reinfallen und dann da drin ertrinken und verdaut werden. Es gibt auch eine ganz, ganz kleine Handvoll Sonnentaue, die tatsächlich auch in den Tropen wachsen, in Australien. Aber das ist eigentlich, ansonsten findet man das, ja, was wir... Ausnahme. Genau, das ist die Ausnahme. Aber das, was wir hier jetzt vor allem verwenden, also die Standard-Sonnentaue und diese Standard-Utricularia, die findest du eben eher, also was heißt eher, die findet man im Grasland, Steppenlandschaft. Genau. Genau. Du hast ja vorher schon mal erwähnt, Kalk ja. Vertragen die Pflanzen gar nicht. Gar nicht, nein. Ich habe mir eine kleine Auswahl von Steinen hier mal hingelegt. Ja. Das ist auch dann bei so Karnivoren wichtig. Oder generell im Aquascaping. Man muss ja sich informieren, die Pflanzen, die man hat, wie man die am besten hält. Und das ist bei den Karnivoren nicht anders. Die haben halt die Eigenschaft, Kalk tut die effektiv töten. Ja. Und ja, deswegen muss man darauf achten, kalkfreie, wenn man Steine benutzen will, in so einer kleinen Landschaft, genau. Welche benutzen, die keinen Kalk abgeben. Da ist der Klassiker, haben wir hier die schwarze Islandlava. Das ist kalkfrei.
Dann haben wir hier den Galapagosstein, ist auch ein Lavagestein, ist kalkfrei. Dann haben wir hier den Drachenstein, das, den muss man schön sauber machen, weil der viel Lehm und Dreck da drin hat. Das ist aber auch kalkfrei. Und das ist jetzt der Klassiker unter den Aquascaping-Steinen, die Mini-Landschaft. Die ist, gibt sehr viel Kalk ab und die wäre zum Beispiel jetzt ungeeignet für die Karnivoren. Genau. Und du hast uns ein bisschen Bodengrund mitgebracht hier. Genau. Also grundsätzlich das Standardsubstrat, ich habe jetzt immer so einen Beutel da, das gibt es eigentlich mittlerweile auch in Baumärkten schon so fertig angemischt zu kaufen, aber auch die bekanntesten deutschen Karnivorengärtnereien verkaufen auch immer sowas schon fertig gemischt. Man kann sich auch hinstellen und sowas selber machen, das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber da ist, da steht ja drauf, was da ist halt hier Torf drin. Torf. Der Torf hat die unglaublich tolle Fähigkeit, dass es halt die, zum einen einen sehr niedrigen pH-Wert hat und das brauchen diese Pflanzen eben auch, dass es gleichzeitig auch wahnsinnig gut Wasser speichert. Das heißt, du hast dann dafür genau eben dieses dauerfeuchte Substrat, das die Pflanzen ja haben wollen. Und dann ist das Ganze hier noch so durchmischt, auch zur Wasserspeicherung und zur, damit es ein bisschen luftiger ist, mit Perliten. Und was aber ich hier drinnen mache, weil ich, das ist dann so etwas, wo ich dann selber auch auf den Trichter quasi kommen bin, wenn man hier dies, ich mache in meinem Becken immer einen sehr hohen Wasserstand rein, weil ich einfach finde, dass das schön ausschaut, natürlich ausschaut. Und wenn du halt dann diesen reinen Torf reinmachst, dann verschlammt das total. Wenn das so, weil normalerweise, wie ich ja gesagt habe, geht man ja hin und stellt das eigentlich so in den Untersetzer rein über die Anstaumethode und da ist es dann ja wurscht. Aber da drin wird es dann so ein richtig, ja, es verschlammt einfach, es schaut, es dreckert, es verdichtet dann auch zu stark und die Wurzeln haben dann auch keine Luft mehr zum Atmen und deswegen gehe ich hin und locker das Ganze noch auf mit und jetzt haben wir hier Quarzkies. Man kann auch irgendwie Sand oder, also Hauptsache kalkfrei, Sand hernehmen oder auch gröberen Kies hernehmen oder was auch immer, aber ich mache dann wirklich so eine Mischung, wo ich gut 50% Torf reinmache und 50% von diesem Kies reinmache, weil es zum einen, es lässt sich dann auch schöner formen, die Landschaft, weil es formstabiler ist einfach durch den Kies und zum anderen bleibt das ganze Substrat einfach lockerer, luftiger und verschlammt und verdichtet nicht so stark. Und dann wachsen die Pflanzen da drin in meinen Augen besser und schöner. Der Torf hat ja auch die Eigenschaft, der ist auch sehr nährstoffarm. Ja, genau. Was auch eine Haltungsbedingung ist von den Karnivoren. Genau. Das ist auch das Schöne, was man ja vorher gesagt hat, wer eigentlich keinen großen grünen Daumen hat und trotzdem Erfolg mit diesen Pflanzen haben will. Also nicht nur, dass du eigentlich die Pflanzen nicht ertränken kannst, nein, du musst sie nicht mal düngen. Man muss sie wirklich nicht düngen. Zum einen, diese Pflanzen, auch die Wurzeln von diesen Pflanzen, die sind eigentlich in erster Linie, die sind ziemlich unterentwickelt. Die sind eigentlich in erster Linie dafür da, um Wasser aufzunehmen, aber gar nicht so sehr, um Nährstoffe aufzunehmen, weil die Nährstoffe holen sich die Pflanzen tatsächlich über dann diese Kleinstlebewesen, Insekten, kleine Mücken, die sie dann fangen. Und über die ziehen sie dann die Nährstoffe raus, die sie so an sich im Boden nicht finden. Und damit sind sie überhaupt überlebensfähig in Regionen, in Gegenden, wo andere Pflanzen gar nicht durchkämen, aber die kommen da durch. Und das ist genau das Richtige. Deswegen ist es extrem nährstoffarm, dieser Boden. Das heißt, damit haben wir auch wieder den Bogen zum Aquascaping, wo man ja eigentlich auch diesen sehr aufgedüngten Säulboden nimmt. Der würde die Karnivoren töten. Der würde die, genau, es würde ihnen halt einfach nicht gut tun, weil diese Pflanzen sind es halt einfach gewohnt. Die sind von der Natur her so konstruiert, mit sehr geringen Nährstoffen auszukommen. Und es wird dann quasi viel zu viel werden für die Pflanzen und dann würden wir halt auch kaputt gehen davon. Was natürlich auch wieder ist, ja klar, der ein bisschen robuster ist, das sind Utricularia zum Beispiel, auch Graminifolia, das ist ja die Aquascaping-Karnivore, die wächst auch in Säulen, ja, da ist halt aber in erster Linie das Wichtige, was man ja immer wieder sieht, warum ja manche Leute auch so Schwierigkeiten mit der Pflanze haben, das liegt aber dann eher am Wasser, dass das Wasser zu hart ist. Dass es dann eventuell auch mit Mini-Landschaft oder sowas machen. Und da sollte man halt schauen, dass das Wasser selber so niedrig
also so weich wie möglich ist und einen niedrigen pH-Wert hat. Aber ansonsten kann man das, also in dem Fall schon auch Aquariensäul verwenden. Gerade Utricularia sterben die nicht sofort weg, wenn mal Nährstoffe rankommen. Und es ist ja auch nicht so, dass man die überhaupt gar nicht und auf gar keinen Fall düngen darf. Es ist jetzt schon auch etwas, was auch immer mehr Leute so auch mal ausprobieren, auch ich daheim selber, dass man die durchaus, auch wenn man sie dezent düngt, das ist wie mit Orchideen auch. Minimal. Ja. Minimal, genau. Also wenn man sie düngt, man kann es machen, klar, natürlich wachsen die dann auch schneller, kräftiger, aber halt dann in geringen Mengen und nicht so den voll unverdünkten Flüssigdünger draufkippen ins Wasser. Es braucht es alles nicht, aber man kann es machen. Aber wenn man es macht, dann halt wirklich in sehr geringen Dosen. Aber nur von Luft und Liebe leben die ja auch nicht. Also ein paar Nährstoffe brauchen sie ja trotzdem. Und gerade in der Indoor-Kultur, ja, natürlich auch in der Wohnung mit offenem Fenster, die Mücken und sowas, die kommen rein, setzen sich dann auch sehr gerne da drauf. Aber ist es schon natürlich so, dass eine Pflanze, die draußen wächst, mehr an auch Nährstoffe rankommt, als es jetzt in der Wohnung drin macht. Vor allem, du kannst da die Sonne nicht vergleichen mit einer künstlichen Beleuchtung. Genau. Von der Stärke. Genau. Das haben wir ja von dir gelernt jetzt, die brauchen viel Licht, so viel wie möglich. So viel Licht wie möglich, genau. Deswegen ist auch so, also ich verwende mir auch, weil, ja, wie ich gesagt habe, ich wollte ja auch die Fensterbretter freikriegen. Das heißt, ich bin weg vom Fenster und habe dann aber auch gleichzeitig mehr Platz gehabt, um sowas doch meine Sammlung weiter auszubauen. Und dann habe ich halt dann diese Lampen, die ja hier sehr regelmäßig zu verwendet werden. Also so, ich habe bei mir daheim jetzt die ONF Flat Nano und auch die Chihiros C2, die nehme ich dafür her. Und die habe ich dann halt, aber auch nicht mal auf 100% Beleuchtungsstärke, sondern ich habe die wirklich so bei mir auf 75% eingestellt und beleuchte dann 12 Stunden am Tag, beleuchte ich da drauf. Und dann schauen die Pflanzen gesund aus. Die kriegen dann eine schöne, kräftige Rotfärbung, die haben die Tropfen drauf und dann wächst es eigentlich ziemlich optimal. Was natürlich dann aber auch wieder dafür sorgt, dass man, wenn man sowas hier gestaltet, dass man nicht einfach willkürlich alle Aquarienpflanzen, die man kennt, reinhauen kann, weil natürlich die müssen schon auch irgendwie zurechtkommen damit, dass sie eigentlich nicht wirklich große Nährstoffe aus dem Boden rauskriegen. Man kann nicht die anspruchsvollsten Aquarienpflanzen benutzen. Genau. Aber jetzt zum Beispiel, was wir hier haben, Moos. Genau. Geht auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. Nicht die meisten Nährstoffe. Genau. Ansonsten, welche Pflanzen hast du schon mal ausprobiert von den aquaristischen Pflanzen? Also das ist ja das Schöne, wo sich das ja tatsächlich mit dem Aquascaping ja dann auch so verbinden lässt. Aquascaping sind ja auch die allerwenigsten Wasserpflanzen sind ja wirklich 100% Wasserpflanzen. AMS, genau. Temporär unter Wasser. Richtig? Genau, richtig. Und das heißt, sie haben auch kein Problem damit, wenn die Wurzeln permanent im Wasser stehen. Das ist ja hier ja auch schon mal echt wichtig, dass dann die Wurzeln nicht wegfallen und dass diese Pflanzen das tatsächlich auch in diesem sumpfigen Milieu einfach mögen. Und damit kann man tatsächlich sehr viele von diesen Pflanzen schon verwenden, aber halt natürlich nicht die unbedingt die großen Nährstofffresser sind. Was halt super geht, das ist klar, Moose wachsen auf allem irgendwie. Ja. Und auch so diese grasartigen Bodendecker, also diese ganzen Lila Iopsis, Iliocaris, die habe ich auch in allen möglichen Varianten, die wachsen da eigentlich auch. Die sind auch nicht so extrem anspruchsvoll, die wachsen eigentlich auch recht gut. Was ich dann halt mache, ist dann halt, dass ich wegen denen dann aber schon auch mal hingehe und dünge. Und da nehme ich dann halt in meinem Fall jetzt diesen, gibt es ja von Doha auch dieses Wabikusa-Mist. Ja. Das ist auch nicht so ein starker Dünger, da gehe ich dann halt, was ich alle 2 Wochen mal hin und sprühe dann da drauf. Aber dann halt auch vor allem auf die nicht-karnivoren Pflanzen, damit die halt trotzdem am Leben bleiben. Was sie aber auch tun. Alles klar. Dann würde ich sagen, du kannst uns mal den Bodengrund mischen. Dann mischen wir das mal, ja, hurra. Und wir gucken dir zu. Jetzt geht die große Batzerei los. Das Substrat auch so extrem locker ist, schaut es am Anfang immer viel zu viel aus und kaum kommt Wasser drauf, stellt man dann fest, ich habe eigentlich viel zu wenig angemischt. Hoppala.
ordentlich machen. Und dann halt, wie gesagt, noch, nehmen wir mal die Schere hier. Also ich mache das so nach Bauchgefühl, nochmal ungefähr dieselbe Menge an Kies noch drauf. Und damit das dann noch ordentlich was wird, haben wir hier noch Wasser. Das ist jetzt, wie gesagt, destilliertes Osmosewasser, ja. Genau. Ich mache das immer schon im Vorfeld fertig und so nass wie möglich, weil es sich dann einfach viel schöner formen lässt. Und weil ich dann auch, weil, wie gesagt, weil es eben so locker ist, das Substrat, also der Torf, und dann fülle ich den da ein und denke mir, wow, schaut alles super aus. Und dann mache ich Wasser drauf und dann sackt mir die Hälfte weg. Dann, darum mache ich das tatsächlich im Vorfeld schon fertig. Und es ist jetzt hier ein schöner, nasser, klebriger Brei. So. So. Gut, dass es so unglaublich heiß ist. Es ist jetzt sogar ganz angenehm, die Hände da ins Wasser zu stecken. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an, oder? Ja, dann fangen wir mal an. Also ich habe jetzt im Vorfeld schon ein paar Steine und sowas, war das Cedric so nett und hat mir die auch zurechtgeklopft, weil so ein Riesenstein in dem kleinen Gefäß. Es geht ja in erster Linie ja darum, dass die Pflanzen reinkommen, die bei so einem, in meinen Augen, wenn ich sowas mache, in so einem Scape, sollen die Pflanzen der Mittelpunkt sein und gar nicht so sehr das Hardscape. Das Hardscape ist eher so eine schöne Untermalung von dem Ganzen. Aber ich bin ein Pflanzensammler, das heißt, ich möchte möglichst die Pflanzen schön irgendwie in Szene setzen und nicht das Hardscape mit den Pflanzen ummalen. Also ich bringe eher die Karnivoren zum Aquascaping als umgekehrt. So, dann bin ich mal so frei. Und dann machen wir das dann mal rein. Was man halt jetzt aber auch schon gleich sieht, ist, so ein Erdhaufen, man sorgt sich erst so ein schönes Glasgefäß und haut dann einen großen Erdhaufen rein. Ja, dafür hätte ich jetzt kein Glasgefäß gebraucht, aber deswegen lasse ich auch. Und das ist das Schöne, weil diese Pflanzen ja eben auch so in Bachlandschaften wachsen. Schaut euch immer, dass vorne ein bisschen die Glasscheibe frei bleibt und dann erzielt das Glas hat auch immer noch eine schöne Glaswirkung. Man hat tatsächlich so ein Mini-Aquarium. Aber weil ich da tatsächlich auch immer wieder gefragt habe, nein, Tiere halte ich da drin keine. Das ist, da würde ich auch keine Schnecke oder sowas reinsetzen. Dafür ist das echt, würde ich jetzt mal sagen, zu klein. Und man sieht, wie viel ich da vorher in den Eimer reingemacht habe. Jetzt mit dem Wasser, es ist echt schon wieder fast zu wenig, was ich da habe. Werde ich nochmal anmischen müssen. Ah, das macht Spaß. Also wer will. Sieht auch aus, als ob die Schau. Ja. Oh ja. So, also wer will, kann da auch gerne mal seine Hand reinstecken. Nochmal. Einmal rumgeben, jeder darf mal die Hand reinstecken. Das ist ja ein Workshop hier, gell? Also jetzt darf jeder mal Erde mit Kies mischen. Gut, dass wir so viel davon da haben. Das ist übrigens ein 10-Liter-Beutel und wie man sieht, ist davon echt schon einiges jetzt weggegangen. Ja, das ist so ein reines nach Bauchgefühl, sodass es halt, man sieht es ja hier, so, es soll schon Torf noch da sein. Ja, genau. Aber das ist halt einfach, man merkt schon, das ist halt jetzt viel grober, luftiger einfach, als wenn ich jetzt wirklich den Torf nass mache und da reinmache, dann habe ich einfach bloß einen braunen Barz da drin. Und dann lässt sich das auch, und das sieht man hier auch, dass das
tatsächlich gerade hier relativ formstabil ist. Das heißt, es ist halt auch durch den Kies bleibt es einfach stabiler und ich kann halt auch schöner irgendwelche Schlenken und sowas dann da reinformen. Also da das ja Moorpflanzen sind oder Sumpfpflanzen, viele auch, also wer gern im Dreck rumwühlt, der wird hier sehr glücklich werden. Ist auch, wenn man das dann daheim macht, da freut sich meine Frau auch immer in der Wohnung. Ja, dann sauber machen, ja. Genau. Nein, natürlich nicht. So. Schauen wir mal. Ist doch erstaunlich, wie luftig das im Beutel ist und wie sehr komprimiert das dann nass ist. Ja. Weil das Becken hat wahrscheinlich noch nicht mal die 10 Liter, wie der Beutel hat. So, ich weiß gar nicht, wie viele Liter haben das überhaupt. Weiß das zufällig jemand? Wer kann gut Kopf rechnen? Also was man jetzt sieht, halt, was ich halt meiner Form mit diesem, jetzt, wenn man, wie man es macht, ist ja eben selber überlassen. Aber ich will halt echt diese Glasscheibe frei halten. Vorne, da wo man halt hinschaut, dabei das halt einfach am schönsten dann ausschaut. Also wenn ich jetzt da vorne, man sitzt ja jetzt hier auf der Rückseite, also wenn ich in sowas reinschauen würde, dann bräuchte ich kein Glasgefäß. So, wo haben wir denn die ganzen Steine? Jetzt schauen wir mal, was wir draus machen. Also was Hölzer und sowas angeht, welche Überraschung, das ist natürlich gleichgültig für die Pflanzen. Da gibt es ja zum Glück keine Kalkbäume. Ja, ich bin jetzt nicht so der Profi, der schon irgendwie 100 so Workshops gegeben hätte. Deswegen das mit diesem Kopfüberarbeiten, wie man es bei denen immer sieht und die, wie auch immer die das immer so hinkriegen. Nein, drum seht ihr jetzt einmal die Rückseite. Aber ich habe mir das im Vorfeld schon ein bisschen ausgeschaut, wie ich es ungefähr machen möchte. Also in erster Linie will ich halt so eine Bachlandschaft nachbauen, wenig, wie man es da so sieht, wo halt dann so, wenn ich halt so der Bergbach so runtergeht, wo halt dann so links und rechts und so die Steine sind, so ein paar Äste und so sieht da schon, wie gesagt, da die Pflanzen ja Sonnenanbeter sind, wachsen die nicht in Gegenden mit hoher Vegetation, also die wachsen nicht in dort, genau, richtig, weil es da viel zu schattig wäre. Das heißt, wirklich viel, sowas hast du gar nicht. Und ich hätte dann gerne die Pflanzen, dass die dann so zack, 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 so ein bisschen so zwischen den Steinen so durchwachsen. Das ist jetzt wahrscheinlich echt blöd, aber eigentlich seid ihr so wenige, könnt ihr auch von der anderen Seite rumschauen. Hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, es sind wahnsinnig viele Leute da. So. Aber das ist ja doch immer der Teil, ich glaube, das ist jedem Scaper geht es so, die Landschaft einrichten, das Aufbauen, das Hardscape anzunehmen, das ist schon immer das, was mit am meisten Spaß macht. Und dieses. Ist halt jetzt noch eine große Sauerei hier, aber das wird dann schon. Mit ein paar Wasserwechseln schaut es dann echt schön aus danach. Und wie gesagt, so viel braucht es gar nicht, weil die Pflanzen sollen ja da noch reinkommen. Die sind ja nicht sowieso Stängelpflanzen, so winzig klein, sondern die sollen ja dort alle noch irgendwie Platz haben. Deswegen mache ich da jetzt nicht so extrem viel Hardscape rein. Du hast ja gerade eben Wasserwechsel erwähnt. Du hast da zu Hause mehrere von diesen flachen Becken. Sind fünf Stück. Wie oft muss man Wasser wechseln? Oder verdunstet du das so schnell, dass man eigentlich mehr oder weniger nur auffüllen muss? Also deswegen gehe ich auch hin und mache es gern mit diesen größeren Wasserteilen,
Weil je mehr Wasser es von Anfang an schon drin ist, umso seltener muss ich Wasser nachkippen. Das Entscheidende ist, dass es immer feucht bleibt. Aber ich gehe hin und mache so, ja, alle 2 Wochen lasse ich mal das Wasser wirklich komplett dann raus, wische dann einmal die Scheiben ab, weil klar, die Scheiben werden dann auch ein bisschen dreckiger. Durch das, dass ja auch das Licht so stark drauf scheint, bilden sie, aber das ist wirklich überraschend wenig. Also es ist nicht so, dass es jetzt mega veralgen wird da drin. Wegen den wenigen Nährstoffen. Genau, richtig. Und dadurch reicht es wirklich aus. Ich gehe dann alle 2 Wochen, lasse ich das Wasser komplett raus und fülle es dann wieder nach. Nutze es dann, um ein bisschen Scheiben sauber zu machen und sowas. Und das ist eigentlich wirklich der ganze Aufwand, den das hat. Das ist im Vergleich jetzt zu einem Aquarium natürlich, ich stelle es hin. Im Grunde mache ich den Wasserwechsel ja auch nur, um es mal wieder ein bisschen sauber zu kriegen. Aber ansonsten fülle ich halt, weil das Wasser natürlich bei so einer geringen Menge auch entsprechend rausverdunstet, ich fülle den Wasserteil immer wieder auf. Und also eigentlich so alle 2 Tage oder sowas, dass ich das wieder nachkippe. Aber ansonsten mache ich da eigentlich nicht wirklich was damit. Ich muss nicht düngen und gar nichts. Und wenn man dann ja auch die entsprechende Lampe hat, wo dann die Beleuchtung eh automatisiert ist über App oder sowas, dann steht das eigentlich nur da und schaut schön aus. Sehr pflegeleicht. Ja. Sehr, sehr pflegeleicht, ja. Sehe ich so, wenn man da den Wasserteil, muss ich da ein bisschen Bads brauche ich noch. Das sind wirklich Schwimmpflanzen. Die schwimmen auf der Wasseroberfläche dahin. Die sind nirgendwo im Boden verankert. Die schwimmen einfach an der Wasseroberfläche. Und das tut ja Graminifolia nicht. Ja. Das heißt, damit ist das eine terrestrische. Also was ihm natürlich auch klar ist, bis so ein Becken schön ausschaut und sauber ist, das ist halt am Anfang erst einmal der größere Aufwand. Am Anfang hat man halt so den großen Badshaufen, muss man dann schon am Anfang wirklich hingehen und mehrmals Wasser raus, weil auch die ganzen Perlite, die da drin sind, die schwimmen jetzt natürlich auf. Und die schwimmen dann an der Wasseroberfläche. Da muss man halt am Anfang wirklich hingehen und mehrmals Wasser absaugen, das Zeug, was dann oben schwimmt, rausfischen, aber da mache ich danach noch was mit Sand, weil das hält das Substrat zum Glück unten. So, und jetzt können wir eigentlich... Bereits bepflanzen? Eigentlich können wir jetzt so weit bepflanzen, genau. Weil man darf nicht vergessen, die müssen ja auch noch rein. Die haben ja auch, bringen ja auch noch ein bisschen Erde mit. So, was habe ich denn jetzt alles da? Also ich habe insgesamt 3 verschiedene Utricularia-Arten. Ich habe jetzt also Graminifolie jetzt mal nicht, weil das kennt ja eh jeder. Ich habe hier einmal Utricularia bisquamata, und zwar eine ganz besondere Form mit so wunderschönen lila Blüten. Normalerweise blüht die weiß. Das ist halt so eine besondere Art. Und zwar haben wir noch eine. Da sieht man schon auch, wie die Blüten gerade rauskommen. Aber man sieht ja schon, also die Ähnlichkeit zu Graminifolie lässt sich hier zumindest nicht, bei den Blüten. Genau, richtig, ja. Genau, man sieht es. Und die haben halt unterschiedliche, da Bisquamat livida ist das hier, die hat jetzt ein bisschen größere Blätter. Die hier, Bisquamata, die hat so ganz, ganz feine Blätter. Sieht schon fast aus wie Moos. Ne? Genau, schaut schon fast aus wie Moos. Und das hier, das ist Pubescens, die hat so diese kleinen, runden Blätter. Und das Schöne ist bei Utricularia, dass die breiten sich unglaublich schnell aus. Sieht man ja auch an Graminifolia, dass die ja, wenn man sie erfolgreich wo ansiedelt, dass die wahnsinnig schnell sich in alle Richtungen ausdehnt und ausbreitet und dann so einen richtig schönen Raseneffekt auch einfach bildet. Aber sie verdrängen die anderen Pflanzen nicht. Und deswegen kann man Utricularia da unglaublich schön einsetzen, ohne dass man Angst haben muss, dass die jetzt irgendwie über die Sonnentaue drüber wuchern würde und die ganze Vegetation verdrängen würden. Das tun die nicht. Und dann haben wir hier auch noch, das ist auch was ganz, ganz ja, Besonderes, eine Genlicea. Also das ist eine Utricularia, die haben ja keine Wurzeln im klassischen Sinn, sondern die haben ungebildete Blätter, mit denen sie sich im Boden verankern
Und an diesen Blättern sind diese, hat vielleicht schon ein oder andere Mal gesehen, wenn die irgendwie an der Glasscheibe vorn wachsen, dass sie da diese winzig kleinen Fangbläschen haben. So ganz, ganz kleine Bläschen sind es. Und wenn dann dort da so ein Mikrolebewesen in die Nähe hinkommt, dann wird es über so Sensoren registriert, dass dieses Bläschen, und bildet dann, ich glaube, so oft über Unterdruck irgendwie ab, dann saugt die wirklich dann, und dann wird das in die Blase eingesaugt, dieses Kleinstlebewesen, und wird dann da drin verdaut. Ja. In diesem Bläschen. Und das ist sehr interessant, wenn man das mal sieht in mikroskopischen Nahaufnahmen. Genau. Und dafür braucht man sogar eine Highspeed-Kamera, um das mitzukriegen, weil das ist eine der schnellsten Bewegungen, die eine Pflanzenwelt da hat. Genau, das ist wirklich in Millisekunden, was das ist. Das ist, wie du sagst, das ist die, meines Wissens sogar die schnellste Bewegung, die Pflanzen selbstständig aktiv ausführen können. Und dann haben wir hier noch Gendisea. Das ist auch eine Art, die ähnlich funktioniert wie Utricularia, also sprich, sie bildet auch, hat auch keine Wurzeln, sondern nach zu Fallen umgeformte Blätter in den Boden rein, mit denen sie sich hält. Nur dass das tatsächlich, deswegen ist die deutsche Bezeichnung für die Reusenfalle, die hat dann wirklich, kann man dann auch an der Scheibe recht schön sehen, so wie so Korkenzieher ähnlich wachsen die dann nach unten. Und da, wo dann diese Mikrolebewesen reinkommen, und wie bei einer Reuse durch, sind dann auch so Härchen in die Gegenrichtung, man kommt halt rein, aber man kommt nicht mehr raus. Und so wandern die halt in eine Richtung, immer weiter Richtung quasi Magen der Pflanze, wo die dann da drin verdaut werden. Und das ist dann das System. Also wir haben hier einmal diese Blasenfallen, wir haben hier einmal die Reusenfalle und dann habe ich hier noch zweimal Drosera admirabilis. Das ist so eine Pflanze, auch aus, sind alles so südafrikanische Arten, die auch unglaublich gern so direkt im Wasser schon wächst. Also die auch gern wirklich in so, wenn du so kleine Tümpel hast, da wo die dann nur noch oben diese Pflanze rausschaut. Deswegen lässt sich die natürlich für sowas hier optimal verwenden. Wer auch, findet man auch in Baumärkten, auch die mag es gern sehr nass. Es ist ja nicht so, dass jeder Sonnentau immer gleichermaßen nass will. Aber gerade auch, das ist hier Drosera madagascariensis. Wie der Name schon sagt, wächst auch auf Madagaskar, aber also hier auch Mittel Richtung Südafrika runter. Und das ist dann hier so ein kleines Stämmchen, die dann so nach oben wachsen. Das ist übrigens das ganz Nette bei der, die lässt sich wahnsinnig leicht vermehren, weil das nach demselben Prinzip funktioniert wie auch bei jeder Rotala oder sowas, also bei jeder Stängelpflanze. Du schneidest sie oben ab, wenn sie zu lang wird, steckst einfach den Kopf wieder in die Erde rein, schwupps, wächst. Dieser Kopf wächst, bildet neue Wurzeln aus, wächst sich fest und gleichzeitig aus dem Trieb, der abgeschnitten worden ist, kommen dann ein bis zwei neue wieder raus. Und so lässt sich die halt auch mega gut vermehren. Aber auch allgemein Sonnentaue lassen sich sehr leicht vermehren. Zum einen, sie blühen, wie man auch hier sieht, sehr regelmäßig. Die sind selbstbestäubend, das heißt, es braucht keine Bienchen dafür. Und wenn diese Samen erstmal reif sind und wenn dann die Samen sich hier ausstreuen, dann kommen da rasend schnell überall neue Sonnentaue raus, ohne dass man da groß was dazu machen muss. Und was auch sehr leicht funktioniert, ist, wenn man einen Blattsteckling nimmt. Das heißt, ich würde dann einfach, wo habe ich denn meine Schere? Ach ja. Ich würde dann einfach hingehen und ein Blatt abschneiden. Und legst dann mit der Tentakelseite nach oben einfach auf nasses Substrat drauf, wo nass und hell. Und dann dauert es wirklich bloß ein paar Wochen und dann sieht man tatsächlich dann aus diesem Blatt winzig kleine neue Sonnentaupflanze rauswachsen, die dann irgendwann zur eigenen Pflanze heranwächst. Das heißt, wenn man einmal eine hat, dann kann man die fast echt beliebig oft weiter vermehren. Und dann kannst du es halt dann irgendwann wieder irgendwo in einen Topf oder sowas einsetzen. Und dann haben wir noch, mache ich auch recht gern, Drosera nidiformis. Das ist eine sehr filigrane Pflanze, die hat dann auch so ein bisschen, ja fast so, auch so wie so Mini-Gras, so Mini-Büschchen. Die mag es auch gern, wenn es nasser ist in der Kultur.
Finde ich auch eine sehr, sehr schöne. Also ich habe geschaut, dass wir hier jetzt mal so ein bisschen Abwechslung in Form von den Rosetten über hier so diese ja, Stängelpflanze hin zu dieser, ja, ist ja auch rosettenartig, wie die wächst, aber halt so mit diesen hoch aufrecht stehenden Blättern. Und hier noch haben wir noch Collinsiae oder Collinsiae oder wie auch immer man das dann ausspricht. So, und das sind jetzt die Arten, die dort rein wollen. Machen wir das. Machen wir das. Machen wir das. So, und zwar die Pflanzen, die gerne nass wollen, setzt man natürlich so weit wie möglich nach vorne hin. Dafür hole ich sie mal aus dem Töpfchen raus. Das geht eigentlich recht gut, wenn man diese Töpfe so ein bisschen drückt. Knetet. Genau, knetet. Dann kommen die da ganz schön raus. Ist übrigens ganz normal, diese Pflanzen nach dem Umtopfen verlieren die ihre Tropfen. Und dann sind die Tropfen weg, dann schauen sie immer erstmal traurig aus. Aber diese Tropfen, das dauert ungefähr 2-3 Tage maximal. Dann sind die Tropfen auf den Blättern wieder drauf. Das heißt, nicht denken, oh Gott, die Tropfen sind weg, die Pflanze stirbt. Nein, einfach ein bisschen Zeit geben. So, dann holen wir die da mal ein bisschen raus. Ach, schau her, da haben wir ja hier sogar noch ein Baby auch noch dabei. Könnt sie jetzt auch direkt mit dem kompletten Substrat da auch reinsetzen, aber ich habe ja schon so viel drin. Da kann man hier auch gut sehen. Wollte ich gerade fragen, in den Töpfen ist natürlich auch Karnivoren-Substrat. Genau, es ist so, ja genau, und das sieht man hier sogar, da die Wurzeln, kann man das sehen. So, dann machen wir die mal. Die haben wir gleich zweimal. Das wird übrigens eine, die schaut jetzt hier noch recht grün aus, aber die wird richtig, richtig knallrot. Also wenn dann da erst einmal die Zusatzbeleuchtung drüber ist, dann wird das ein richtiger Farbklecks da drin. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne bei den Sonnentauen ja allgemein, dass die, das sieht man jetzt hier bei diesen noch nicht so wirklich, weil die bislang auch nur am Fensterbrett gestanden sind oder aus dem Gewächshaus kamen. Die sind jetzt, schauen jetzt hier noch recht grün aus, aber die kriegen wirklich innerhalb der nächsten Wochen ein richtig tiefes Rot. Man muss nur am Anfang oft ein bisschen aufpassen, wenn man nämlich so einen Sonnentau kauft, der halt so ausschaut wie der recht grün ist. Und man wird den jetzt sofort unmittelbar bams in die pralle Sonne knallen, dann können die Pflanzen auch tatsächlich einen Sonnenbrand kriegen. Das heißt, dann gehen die Blätter, die werden dann richtig tiefrot, verlieren aber dann noch ihre Tropfen und die Blätter sterben dann ab. Aber da wachsen ständig neue raus. Man sieht es hier. Das ist, dort wächst zum Beispiel so ein neues Blatt raus, da wachsen, da ist innen da der Wachstumspunkt, da wachsen dann immer wieder neue Blätter raus. Und die wachsen echt zügig und flott. Also ja, dann ist halt erst einmal, die alten Blätter sind dann hinüber, aber die neuen schauen dann schon wieder schön aus. So. Was man übrigens auch nicht machen muss, es sind ja, wie ich gesagt habe, keine Regenwaldpflanzen. Man muss die nicht ständig irgendwie von oben besprühen oder sowas. Es hat eher sogar eher den negativen Effekt, dass man natürlich mit Besprühen die ganzen Tautropfen, die sich da drauf bilden, dass man die runtersprühen würde und dann wären die Tropfen weg. Aber ich meine, auch in der Natur regnet es und Wasser fällt von oben runter. Nur weil die Tropfen weg sind, sind die nicht dauerhaft verloren, sind halt dann am nächsten Tag oder eventuell am übernächsten Tag dann eben erst wieder da. Man kann es schon machen, aber es macht eigentlich es hat keine Notwendigkeit irgendwie, wo man denkt, ah, die brauchen ja hohe Luftfeuchtigkeit zum einen, nur weil ich von oben drauf sprühe. Diese paar Sekunden, was das dann die Luftfeuchtigkeit in diesem Bereich erhöht, ist schnell wieder weg, genau. Es hat überhaupt keinen Ertrag. So, muss man natürlich schauen, dass die auch
jetzt haben wir die Lampe noch nicht drauf, aber wenn die Lampe dann ungefähr so ist, man muss schon schauen, dass die Pflanzen dann auch so eingesetzt sind, dass die auch wirklich alle Licht abkriegen, weil Lichtanbeter, und wenn man die jetzt natürlich dann irgendwo da hinten ins Eck reinmacht, dann wachsen sie da halt nicht ganz so schön, als wenn man die tatsächlich in den Bereich reinbringt, wo das Licht am schönsten hinscheint. Die kleine Mini-Pflanze, die setze ich jetzt hier oben hin. Wenn die alle so klein sind, dann passen alle rein. Die Sache ist aber auch, dass die tatsächlich eher kleiner werden. Jetzt, wenn nämlich stärkeres Licht drauf scheint, dann ist natürlich die Blattfläche, die sie dann die neuen Blätter bilden, die werden dann kleiner, als wenn, darum ist ja das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Winter, wo die vergeilen, wenn zu wenig Licht ist. Das heißt, sie bilden dann sehr lange, nicht wahnsinnig extrem grüne Blätter, und die, wo das Licht drauf scheint, dann brauchen sie auch weniger Blattoberfläche, einfach um Photosynthese zu machen. Und dann werden die Pflanzen insgesamt ein bisschen kleiner und kompakter. Hier noch dieses kleine Büschlein rein. Nee. Sagt hätte ich auch immer. Weiß ja, wo alles ist. So, wo setzt man das denn hin? Ja, da. Da kommt es rein. So ein bisschen das Substrat zur Seite, damit wir da Platz haben da drin. Cappuccino-Löffel, wichtiges Werkzeug. Das ist dafür echt unglaublich praktisch, so ein Löffel, ja. Und dann gleich daneben nochmal dasselbe Büschchen. Wieder ein bisschen was von der alten Erde ab. Wunderbar. So, dann kommt noch, nee, da haben wir auch noch einen. Dann machen wir noch rein. Schau, da haben wir die lange Pfahlwurzel. Ja, genau. Da sieht man die Wurzel ein bisschen schöner. So eine lange Pfahlwurzel, die da so runtergeht. Die sucht sich dann da drin schon ihren Weg. So, Lilla. Und noch als Highlight, Madagaskariensis. Warte mal, dieses Stäbchen raus. So. Bei der sieht man es auch echt unglaublich schön, dass die Madagaskariensis von allen mir bekannten Sonnentauern echt so mit das allerkleinste Wurzelwerk hat. Was ja dann natürlich dafür spricht, dass sie im Wasser, genau. Also eher minimal unter Wasser ist. Genau, die ist tatsächlich, also die wächst wirklich teilweise im Wasser drin. Genau, wir haben also die andere mit den langen Pfahlwurzeln, die kann auch weiter oben dann sein. Genau. Weil die holt sich die Flüssigkeit genau, von unten. Genau, richtig. Man muss ja bedenken, man, die Pflanzen sind ja trotzdem auch aus, wie gesagt, aus so Regionen, so Steppe, Grasland, da wo auch mal durchaus Dürrezeiten sind oder wo auch mal weniger Wasser ist. Und dann haben die halt mit ihren langen, langen Pfahlwurzeln halt die Möglichkeit, auch aus tieferen Sachen das Wasser hochziehen. Und gleichzeitig können die auch in diesen Wurzeln das Wasser auch eine gewisse Zeit speichern. So, jetzt haben wir da diesen kleinen Metallring da drauf.
Ist ja auch, wenn ich mich nicht irre, so, dass die in diesen langen Pfahlwurzeln auch überleben können, zum Beispiel Steppenbrände oder so. Genau. Und daraus wachsen die dann wieder neu, sobald es regnet. Ne? Das ist ja, dass ja die ja tatsächlich ja in eher flacher Vegetation leben, die Pflanzen. Deswegen brauchen die das tatsächlich auch, diese Steppenbrände, dass dann auch mal die ganze hohe Vegetation, die sich nach und nach ansiedelt, da mal wegbrennt. Sonst werden die überwachsen und sterben aus. Genau, und dann kommen die tatsächlich dann aus ihren Wurzeln, treiben die dann wieder neu aus. Also wenn auch mal eine Pflanze, also auch so ein Sonnentau, wenn der mal nach einer Zeit irgendwie nicht mehr schön ausschaut oder gerade nach einer Blüte oder sowas, gehen die oberirdisch häufig auch mal kaputt. Kann man einfach komplett abschneiden. Dann geht man wirklich einfach mit der Schere hin und schneidet die wirklich auf Substrathöhe komplett ab und dann kommt dann aus den Wurzeln, treibt es dann wieder neu und gesund aus. So, du bist mir jetzt ein bisschen zu lang hier, mein Freund. So, dann setzen wir dich mal ein bisschen mehr Richtung Wasser. So, du darfst dahin, wo dann auch mal wirklich richtig Wasser steht. Andrea, da haben wir jetzt so eine extrem lange Madagaskariensis und da gehe ich jetzt tatsächlich einfach hin, schneide die hier ab und stopfe die dann einfach so, wie sie ist. Machen wir dann noch den Blütenstängel weg. Was macht ihr da? Neue Pflanze abgecasht. Achso, ach, war da noch was übrig geblieben? Ja, ja. Das ging jetzt aber ratzfatz, ey. Hat niemand gesehen? Zack, zack. Nee, damit die nicht vertrocknet. Ja, ja. So, dann sind wir hier. Nimm dir noch den Tag mit, ja. Damit du weißt, was du hast. Und dann kommt noch. Guter Tipp. Dann machen wir hier als nächstes noch die Gendisea rein. Gendisea ist tatsächlich so eine Art, die will wirklich im Wasser wachsen. Also die wächst und zwar aus dem Wasser raus, ja. Aber die darf gern ruhig 1-2 Zentimeter auch unter Wasser stehen. Und das kann man hier jetzt eigentlich recht schön, müssen wir kurz schauen. Da kann man jetzt diese Reusen fallen, also diese Wurzeln recht schön sehen gerade. Zu klein, ist ja nichts. Die schaut jetzt hier noch recht klein aus, aber die habe ich auch daheim. Also die wird dann richtig, richtig schöner grüner so Klumpen. Ja. Und die bildet unglaublich hohe, wahnsinnig schöne, so weiße Utricularia-ähnliche, aber ein bisschen größere Blüten aus. Das ist eine sehr, sehr schöne Art. So. Also du kannst, darfst. Bedien dich. Genau. Das setzen wir jetzt. So, dann kommt als letztes noch die Utricularia. Da ist es eigentlich relativ wurscht, wo ich die hinsetze, weil die werden sich bald in alle Richtungen ausbreiten. Und dann ist da sowieso alles voll damit. Aber das war ja ein Wunsch des Hauses, dass es ein Blütenmeer sein soll. Und dafür haben wir jetzt da extra viele von diesen Utricularia noch mit dazu. So. Ist auch ganz nett, weil die in diesem Topf auch so viel Moos hat. Das wächst dann auch noch. Wobei zu viel Moos dann diese Sternmoos auch schnell dazu führen kann, dass die Oberfläche dann so versiegelt wird und dann kommt keine Luft mehr unten ran an die Pflanzen. Ach so, wo ich vorher meinte, das sieht ja fast aus wie Moos, das ist tatsächlich Moos das da drauf. Das ist tatsächlich, das, da, was du teilweise siehst, das ist halt wirklich Moos, ja, Sternenmoos. So, setz mal. Da, ne. Utricularia kann man auch grober anpacken beim Einpflanzen.
wo du gerade gemeint hast, die kann man grober anfassen, die Ökoricularia, die Graminifolia. Die ist ein bisschen empfindlicher, hört man so, dass die so ein empfindliches Wurzelwerk hätte. Ist das wirklich so? Jetzt, wo der Karnivoren-Experte gerade hier ist? Also Experte. naja, wie ich vorhin gesagt habe, sie haben ja gar keine Wurzeln. Utricularia. Also die Wachs, das sind ja umgeformte Blätter. Also eigentlich wäre mir nicht bewusst, dass die jetzt da wahnsinnig empfindlich werden. Also wenn man die wo reinzieht, solange dann noch das kleinste Ding übrig ist, breitet sich die aus diesem kleinen Fitzel wieder unglaublich schnell aus. Also wenn du mal eigentlich so eine Utricularia irgendwo in so einem Topf oder sowas drin hast, dann lässt sich die da gar nicht mehr rausholen, weil die sich so dermaßen effektiv und massiv verbreitet, schon aus den kleinsten Stücken raus, fast schon wie Moos, wo auch so kleine Stückchen schon ausreichen, dass die dann weiter wachsen. Gibt natürlich, wie gesagt, es gibt auf der Welt über 200 Arten von Utricularia. Es gibt auch Arten, die sind, die wachsen auf Bäumen in den Regenwäldern, also ähnlich wie Orchideen oder sowas, oder auf Steinen direkt. Ich spreche jetzt hier von diesen terrestrischen Utricularia, die halt tatsächlich so in diesen Gegenden wachsen, wo halt auch die Sonnentaue wachsen. Du kannst nicht von der Utricularia sprechen, wie bei Orchideen auch. Es gibt so unglaublich viele verschiedene Arten und jede braucht andere Bedingungen. Dann gibt es ja auch welche, die wachsen in Höhenlagen, die brauchen warme Tage, kalte Nächte und die wollen nur eher im Schatten wachsen. Andere wollen wieder voll im Wasser wachsen. Deswegen kann man da nicht immer für alle pauschal gleichermaßen sprechen. Aber das jetzt Graminifolia, also ich habe die auch bei mir in sehr vielen Töpfen, dann da gehe ich wirklich, wenn ich die von einem Topf in den anderen rüberbringen will, dann reiße ich da wirklich einfach ein Büschel aus, ohne dass ich da irgendwie mit der Pinzette hingehe und da mega vorsichtig bin, sondern wirklich da greife ich rein, rupfe so ein Teil ab, setze es woanders ein, ein paar Wochen später wird das ein Teppich. Also da muss man nicht besonders sorgsam jetzt damit umgehen, dass man da ja nichts beschädigt, wenn man die... Das ist vielleicht auch einfach nur eine Fehlannahme, dadurch, dass man Soll benutzt und zu hartes Wasser und man schiebt es dann vielleicht auf zu grobes Einpflanzen. Ja, wo, das kann sein. Dass das dann eigentlich am Kalk erliegt und genau. Das eigentlich gar nicht so empfindlich ist, wie man denkt. Nee, es ist, also mir wäre wegen Empfindlichkeit von den Wurzeln, was sie ja wie gesagt gar nicht haben, sie haben keine Wurzeln, ist da überhaupt kein Problem, nee. So, die Lee wieder noch. Da kann man es eigentlich sogar echt, wenn du mal herschaut, hier kann man diese, die ist ein bisschen der größere, ja. Da kann man diese Fangblasen richtig schön sehen. Und es sind auch, wenn es so ausschaut, es sind keine Wurzeln. Das sind tatsächlich, man sieht es ja auch hier, wie das da so hoch wächst, das sind einfach umgeformte Blätter, die halt diesen Fangmechanismus dann da haben. Also ich weiß nicht, ob man das da hinten jetzt auch sehen kann. Schaut später auf YouTube. Ja, ist ja quasi wie bei unseren Aquarienpflanzen. Die haben Plattformen für Unterwasser und Überwasser. Und so haben die halt Plattformen für unterirdisch, überirdisch. Ja, die haben halt diese Blätter, die halt extra dafür gemacht sind, um halt diese Mikrolebewesen fangen zu können. Dachte, davon haben wir eh genug. Zuerst Gina Lisa habe ich gelesen, als statt Gen Lisa. Wie spricht man es aus? Gen Lisa. Gen Lisa, ja. Gen Lisa, genau. Oder auf Deutsch, wie gesagt, die Reusenfalle. So, jetzt sind wir dann mit der Bepflanzung bald fertig. Und als letztes die hier noch. Drum, ich gehe da jetzt wirklich auch relativ grob rein und ziehe einfach da so ein Stück raus, damit du dann noch ein bisschen was für dich hast. Nein, ich wollte es nur rumzeigen. Und dann einstecken. Jetzt sieht man die kleinen Fallen hier an. Upsa. Nicht?
So, da haben wir jetzt da noch die paar Steine. Schauen wir, was wir da noch machen. Danke. So, jetzt sind die zumindest schon mal alle drin. Ich glaube, wir brauchen dann noch mal sauberes Wasser zum nachher auffüllen. Das ist jetzt schon... Hast du gerade zugehört? Sauberes Wasser. Wasserträger. Osmose. So. So, jetzt beginnt eigentlich der... Den Eimer noch? Oder soll ich da austauschen? Ja, ja, guck mal den. Also ich mache jetzt... Genau, warte, dann mache ich das. Einmal neues. Ja. Also jetzt sind wir hier so mit den Karnivoren, mit der Bepflanzung soweit fertig. Schaut jetzt erst einmal katastrophal aus, so wie es sich keiner daheim hinstellen wollen würde. Und deswegen beginnt jetzt das große Saubermachen. Jetzt hat man nämlich hier überall die aufschwimmenden Perlite und den ganzen Dreck noch. Und das ist etwas, das muss man jetzt tatsächlich erst einmal ein bisschen umständlich rausmachen. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir den Torf vorher unbedingt nässen müssen, weil er ziemlich zusammensackt um den Nächsten. Genau, richtig. Während man beim normalen Aquascaping nur Sand zum Beispiel, das muss man nicht vorher einnässen oder so auffüllen. Genau, richtig. Jetzt hole ich das dann mal ein bisschen raus. Und es würde jetzt grundsätzlich immer wieder so ausschauen, wenn man Wasser auffüllt, und das wollen wir ja nicht. Und deswegen gehe ich dann in den Bereichen, die unter Wasser liegen, hin und mach dann dort nochmal Sand drauf, so Aquariensand, der auch natürlich darauf schaut ist, dass der das Wasser nicht aufhärtet, also somit kalkfrei ist. Das ist ja immer so das ganz Entscheidende, aber dann drückt der das runter und dann bleibt es da sauber. Und da haben wir jetzt in dem Fall, weil wir da noch was aus vorheriger Verwendung übrig hatten, habe ich jetzt in dem Fall den von JBL hier. Geht aber, wie gesagt, jeder andere Aquariensand genauso. Hauptsache, er schaut halt, also er muss einem halt gefallen und er muss halt kalkfrei sein. Bei dem Sand steht es ja auch extra drauf, wasserneutral. Genau, richtig. Muss man halt schauen, auf jeden Fall kalkfrei. Ja. So, jetzt bräuchte ich da eigentlich eher ein kleines Schäufelchen, aber naja, können es auch mega umständlich machen. Das kippe ich jetzt hier einfach mal erstmal pauschal oben drauf. Und dann mache ich das Wasser weg. Aber um schon mal die ganzen Schwebdinger, soweit es geht, nach unten zu kriegen. Weil ich hätte hier vorne an der Scheibe gern eine schöne Sandfläche. So. Ja, einen schönen kleinen Sandstrand. Jetzt müssen wir es mal... Jetzt machen wir es doch mal über die klassische Methode, das Wasser weg. Na? Ich wollte gerade sagen, laut Gesetz des Vorführeffektes musste das passieren. Ja. Da muss man leider durch, ja. Das ist ja auch der Teil, wo einem normalerweise dann keiner mehr zuschaut. Zu Hause wird es auch noch unentschieden. Genau, richtig. Ja, genau.
Zu Hause hätte ich jetzt auch hier keinen so einen Löffel, sondern würde irgendwie so ein kleines Becherchen oder sowas hernehmen, um das Wasser da rauszuholen. Aber man sieht es jetzt schon, wenn man sowas daheim macht, sollte man unbedingt eine Unterlage verwenden, weil man alles... Weil sonst die Frau schimpft. Ja, ich selber schon auch. Das ist halt der Nachteil von den Perliten, die schwimmen. Genau. Und deswegen geht es jetzt tatsächlich darum, wie weit es gehen, also mit Sand die Stelle abzudecken, wo halt Wasser reinkommt, die Pflanzen wachsen, also wie die Utricularia, sowas, die wachsen dann da ja auch durch. Aber damit dann die Perlite und sowas unten kalt werden. Das wird jetzt schon die ersten Tage, Wochen, wenn man Wasser nachfüllt, werden immer wieder mal einzelne Perlite aufschwimmen. Aber die kann man dann rausholen und irgendwann, wenn alle, die irgendwo in der Nähe vom Wasser sind, raus sind, dann hat man auch sehr Ruhe damit und dann sieht man dann nichts mehr davon. Utricularia ist auch irgendwann durchgewachsen durch den Boden, dann genau. Ist der auch zu dann. Genau. Also merkt man echt so, wenn man, gerade mit der Utricularia, wenn man das dann irgendwann nach einer gewissen Zeit hingeht und sagt, ich will das neu machen, die Erde ist dann so dermaßen kompakt, weil alles von Utricularia durchzogen ist, dass du fast schon einen großen Erdklumpen rausheben kannst, was hier jetzt noch riesen Barz einfach alles ist. Schaut halt dann nachher halt nicht mehr so aus. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Mit dem Tuch. Durch euren kostbaren Sand nicht zu sehr verdrecken. Aber das mit dem Sand hat ja auch wirklich einen, finde ich, sehr schönen dekorativen Effekt, weil das ja dann auch mehr so diese Bachlauf-Optik auch einfach ein bisschen kriegt. Die Utricularia, hast du ja gesagt, die wird das ganze Becken übernehmen, dort wo keine anderen Pflanzen mehr sind. Genau. Wie genau vermehrt die sich? Ist das über die Blütenstände oder bildet die Ausläufe? Die bildet Ausläufe, also die wie so Gras, dass die in alle Richtungen Ausläufe bildet und weiter. Und dann wieder Plätze. Aber natürlich über die Blüten auch, die sind auch selbstbestäubend. Dadurch verbreiten die oder vermehren sich die natürlich auch. So, jetzt nehmen wir mal das Papier da. Das ist sauber. Jetzt haben wir genau da noch sauberes Wasser im Traum. Ja, da ist das Aquascaping selbst ist natürlich schon ein bisschen sauberer beim Einrichten als jetzt das hier. Meistens ja. Meistens ja. Mal einen Blick werfen. Ja. Und auch wenn das jetzt gerade am Anfang nicht so ausschaut, aber das Wasser wird danach glasklar sein da drin. Wenn sich dann auch erstmal diese ganzen Dreckschwebestoffe und sowas da drin gesetzt haben.
So, dann machen wir weiter mit Dreck rausholen. Aber ich glaube, langsam lässt sich das schon ein wenig erahnen. Ja, die Durstigkeit ist um 2 mm gestiegen. Da muss man halt hier immer so diese ganzen Schwebdinger so ein bisschen rausfischen. Natürlich die einzelnen Torfasern, die schwimmen natürlich sehr gut. Genau. Aber wie gesagt, ein paar Mal immer wieder, wenn man es dann auffüllt mit Wasser, sich das absetzt, dann fischt man die schwebenden Dinge einfach nach und nach raus. Und der Rest bleibt dann, wo er ist. Und dann schaut es auch wirklich super sauber aus immer. So, auch hier wollen wir natürlich nichts ohne Deko machen. Um das Ganze ein bisschen natürlicher aussehen zu lassen. Dann machen wir noch ein bisschen was Dekoratives rein, weil nur Carnivoren allein sind halt auch langweilig. Wirklich dieses so. Für die meisten zumindest. Ja, aber ich finde, das ist ja, soll ja auch immer so ein bisschen in die Richtung kleines Biotopia auch gehen. Auch wenn das jetzt natürlich kein echtes Hardcore-Biotop ist, weil natürlich jetzt nicht jede dieser Pflanzen exakt dort wächst, wo auch die andere wächst oder so. Und auch bei diesen ganzen Grasarten, ich habe keine Ahnung, wie die einzelnen Grasarten heißen, die jetzt dort in Südafrika irgendwie am Boden wachsen. Aber sie wachsen halt in Graslandschaft, in Grasgegend. Deswegen setze ich hier einfach die gängigen Arten, die man halt kennt, setze ich halt dann, so wie Elio, jetzt habe ich hier Eliocallon cinereum, schaut unglaublich schöner drin aus, weil das auch so eine, diesen kleinen Kügelchen da oben, auch dem Ganzen nochmal so eine Moor. Quasi Wollgrasersatz. Ja, genau, das ist wirklich so, kann man echt sagen, ja. So der kleine Mini-Wollgrasersatz ja. Ist das, genau. Und natürlich dann auch diverse normale Gräser, groß und klein. Ja. Was sind das? Iliocaris parvula. Mhm. Oh, okay. Aber die radikale Methode. Mit einem Löffel? Ja. Nehmen wir jetzt so ein Pottbüschel. Da das ja jetzt nicht so dieser Bodendecker sein, so wie jetzt in meinem Aquarium, sondern immer nur so vereinzelt, packe ich die jetzt einfach, stecke die dann da so rein. Die schauen eigentlich sogar oberirdisch ganz schön aus, weil die werden dann natürlich teilweise auch ein bisschen bräunlicher. Die wachsen an manchen Stellen besser. Die können auch einen Rotstich kriegen. Dann genau, die können Licht, auch ja. Tatsächlich einen richtigen Rotstich kriegen unter dem starken Licht und sowas. Aber dann schaut es einfach viel mehr. Sieht sehr natürlich dann es aus. Es schaut dann sehr natürlich aus und hat auch wirklich dann so ein bisschen nach dieser afrikanischen Steppe, wie man sich das vorstellt. Da ist ja auch nicht alles, ja klar, zur Regenzeit, okay. Aber ja auch nicht immer alles so super astrein.
grün, sondern auch vereinzelt alles ein bisschen bräuner, gelb, grün. Und dann schaut das einfach unglaublich schön natürlich aus. Darum gehe ich persönlich auch gar nicht so hin und schneide dann immer jedes einzelne Gras, das nicht mehr so gut ausschaut, weg, weil ich das tatsächlich selber wirklich gern mag. Ja, vielen Dank. Dann wird man hier ein bisschen Abwechslung reinkriegen. So. Da braucht man eigentlich bei so kleinen Sachen gar nicht so viel, wie es in den Bechern drin sind. Das ist dann eigentlich recht praktisch, wenn man dann irgendwie, was ich noch ein Aquarium hat oder so, wo man die dann auch noch reinsetzen kann. Und wenn es am Ende zu voll ist, schaut es auch nicht mehr gut aus. Und dann haben wir hier noch... Das mache ich ja beim Aquascaping auch quasi. Das ist nicht voll genug, dass es gegen die Algen kämpfen kann, aber... Wenig genug, dass es ihren eigenen Weg findet, natürlich. Wenn mehrere Arten sich ineinander verwachsen, das ist halt einfach dann natürlicher, als wenn es so strikt voneinander getrennt ist. Finde ich hier eben genauso, ja. Setzen wir da eins rein. Das Mini-Wollgras. Aber das ist halt gerade das Eriocalon Cinereum. Ist halt, finde ich, so ein mega schönes Highlight da immer drin. Ja, jetzt wird es langsam ein kleiner grüner Garten, gell? Und Juncus, das halt auch, weil das halt sehr, sehr hochwachsend ist, diese Juncus Repens. Und das verleiht dem Ganzen halt dann auch so ein bisschen so dieses, ja, schaut aus, finde ich, gerade auch, weil das auch Emers dann auch so einen leichten Rotton auch kriegt, so einen Rotbraunton. Und dann schaut das halt auch unglaublich, das hat so ein bisschen was Schilfmäßiges, so ein Mini-Schilf. Weil das setzt man dann bloß hinten rein. Weil das ja sehr hoch wird. Oder ja, also in so einem kleinen Becken wird es halt im Verhältnis sehr hoch. So. Gerade gedacht, es wäre eine Katze. Miau. So, dann machen wir mal ein bisschen was von dem Wasser rein. Düngen ist grundsätzlich keine Katastrophe, wenn man es halt wirklich sehr dezent macht. So, jetzt suchen wir uns mal eine Stelle mit Stein aus, damit man nicht alles verwurschteln. Und schauen wir mal, wie hoch wir den Wasserstand hier setzen. Aber jetzt schaut das Ganze doch schon sehr wird hoch. Wird schon klarer, leider. Langsam, ja. Nicht leider. Langsam.
Jetzt war so ein kleiner Mini-Becher. Ja. Aber ich muss auch sagen, also in sowas mag ich es eigentlich sogar ganz gern. Also nicht, wenn es an der Oberfläche oder der Scheibe ist, aber auch gerade, wenn der Sand selber da drin nicht mehr so mega steril ausschaut, sondern wenn da tatsächlich auch durchaus so kleine Torfreste dann da drauf liegen, dann kriegt es halt so eine mega natürliche Optik einfach. Es schaut viel schöner aus, als wenn es so super, super klar und sauber ist. Und darum finde ich sogar, also ich habe kein wirkliches Algenproblem da drin, aber in sowas, das ist wie in so einem Biotop-Aquarium, da kann so, solange es in einem schönen, natürlichen Maß ist, kann es da einfach sehr, sehr schön ausschauen da drin. Aber grundsätzlich müsste man das Ding jetzt halt anschauen in, was weiß ich, in 3-4 Tagen oder sowas. Also wenn ihr da sowas schneidet, solltet ihr nicht so zeigen, so schaut's fertig aus, sondern wirklich ein paar Tage das Wasser klar werden lassen. Man, wenn man dann hier auch mehr sieht, vielleicht noch den einen oder anderen so von diesem Kies oder sowas noch so an schönen Stellen noch hindrapieren und dann schaut es noch was aus. Das sind halt so Sachen, die kann man halt auch dann wirklich erst so wirklich machen, wenn dann halt auch mal das Wasser klar ist und der gröbste Dreck einfach raus ist. Also darum, das finde ich immer ganz witzig, wenn die Leute mich dann immer fragen so, aber dir schaut das immer so sauber aus, das Wasser ist immer so klar, bei mir schaut es so furchtbar schlecht aus. Und ja, es hat bei mir auch mal so ausgeschaut und es braucht halt einfach ein paar Tage, bis das dann wirklich, wirklich richtig schön dann wird. Schon gedacht, du hättest das Moos vergessen. Nein, habe ich nicht. Aber das mache ich bloß an ein paar kleine Stellen hin. Da wo halt auch wirklich Wasser hinkommt. Aber das ist dann nochmal so das I-Töpfelchen. Was man auch dafür hernehmen kann, wird sicher schon häufig gehört. Das ist ja auch so, dass das gängige Moos eigentlich, was man für Karnivoren verwendet, das ist Sphagnum. Das kann man da auch wunderbar mit einsetzen dazu an so einzelnen Stellen. Haben wir jetzt gerade keins da. Aber das andere ist genauso schön. Dem Sphagnum haben wir uns ja im Vorfeld ein bisschen drüber unterhalten. Ja. Dass das Sphagnum natürlich sehr gut Feuchtigkeit zieht und auch hält. Ja. Und dadurch das, was wir jetzt braun im Wasser sehen, braun in den Triebspitzen von Sphagnum sehen könnten. Das ist tatsächlich so drum. Also wenn ich mir sowas Sphagnum reinmache, dann mache ich das tatsächlich in Bereichen, wo es eigentlich fast durchgehend nass ist. Und nicht, wo es vor allem im trockenen Erdbereich ist. Weil das zieht das Wasser hoch. Und dann verdunstet es an den Spitzen das Wasser und was zurückbleibt, das ist der Dreck. Und dann schaut Sphagnum unglaublich schnell wirklich dreckig an den Spitzen, also so braun aus. Dafür müsste man es dann grundsätzlich, wenn man es regelmäßig von oben besprühen würde, dann wird es dann tatsächlich sauber bleiben, ja. Aber man will ja gerade auch hier ja nicht permanent ständig von oben drauf sprühen, weil es ja auch jedes Mal die Tropfen von den Sonnentauen runterwäscht. Und darum, wenn, dann würde ich es halt dann wohin setzen, wo es dann tatsächlich einfach grundsätzlich eher im Wasser steht. Also in so einem Wasser. An der Wasserkante so, genau, dann. Genau, irgendwo dann hier so in diese Bereiche dann rein, genau.
Beim Saxon gibt es ja auch verschiedene Arten und ja. Manche werden viel größer, als sie, man sie bekommt. Und das ist auch schwer einzuschätzen, da würde ich sagen. Während beim Aquarium muss, man findet sehr viel mehr Bilder davon als vom Saxon. Dann weiß man auch ungefähr, wie die maximal groß werden. Ja, also es gibt Sphagnum, das sehr fleischig ist, es gibt sehr dünnes, feines, es gibt welches, das ist eher gelb, welches, das wird fast schon richtig rot. Kommt immer davon, welche Art man hat. Bei sowas ist dann halt schon eher kleineres. Ja, die Aquarienmoose, die kleinen. Genau, richtig. Eher feineres Moos ist bei sowas natürlich effektiver oder sinnvoller. Sieht es jetzt mal ohne Wasser aus. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Scheibe und weniger Erde. Aber ich glaube, man kann schon ganz gut erahnen. Ein bisschen noch was von dem Sand drauf. Wasser und so, dann beginnt dann der eigentliche achtmonatige Prozess des endlosen Steinerückens. So hier noch was verändern, da noch was machen, dort muss noch was hin, da muss noch was weg. Ja, dann machst du dann noch Menschen. Oder bringst du so nach 800 Liter. Genau. Aber dann will ich es wahrscheinlich selber nur mehr hergeben, dann bräuchte es. So, dann machen wir es nochmal voll. Achso, wunderbar. Dankeschön. Ein Dank an meinen Assistenten. Oh nein, die Tautropfen. Ja, das macht ihnen nichts. Ich mache jetzt einmal mit Absicht ein bisschen drüber, um auch den Dreck von den Blättern runterzukriegen. Also so viel sauberer werden wir es jetzt heute bei der Erstaufführung, glaube ich, nicht mehr unbedingt hinkriegen. Also wenn man beim Aquarium eine Einlaufphase hat, dann ist das hier die Einlaufphase, dieses immer wieder mal die nächsten Tage halt Wasser auf und wieder Wasser wegmachen und diese Fitzelteile von der Oberfläche weg. Aber dann irgendwann ist man an dem Punkt, wo das wirklich vorbei ist und dann gießt man auch rein und es schwimmt nichts mehr auf.
Bild auch von, dass, wenn jemand das da oben wegmacht und so, gibt es ja so zum Bild. So, jetzt schaue ich auch nochmal vorne rum. So, machen wir nochmal Wasser raus. Dazugelernt, erster Dreck raus. So, aber bevor es euch jetzt zu Tode langweilt bei diesem Restprozess, aber im Grunde sind wir, was die Gestaltung selber angeht, bis jetzt halt auf dieses ewige noch beim Wasser rundtun, sind wir soweit fertig. Also jetzt muss dann, wie gesagt, im Film dann der große Schnitt kommen, 4 Wochen später und optimal. Richtig. Aber das ist es. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann danke Stefan fürs Beikommen. Gerne, gerne. Ich denke, wir haben alle viel gelernt über Karnivoren. Wäre schön, wenn es so ist. Ja. Ich zumindest habe viel gelernt davon, was ich vielleicht anwenden kann demnächst. Ja. Dann sage ich danke, dass... Danke für alle, die zugehört haben. Ja. Von den Scapers Lounge hier eingeladen worden bin und die Möglichkeit gehabt habe, sowas mal in diesem Rahmen mal auch zu zeigen. Also ganz, ganz herzliches Dank. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, hat mich gefreut. Ich hoffe, ich habe das dann soweit erfüllt, was ihr euch erhofft habt und wünsche euch dann viel Spaß damit, wenn es dann irgendwann mal eingewachsen ist und fertig ist und die Scheiben dann wieder hier ein bisschen sauberer sind und dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg damit und zeigt es mir in ein paar Wochen, wenn dann alles schön rot und bewachsen ist. Freue mich drauf. Dankeschön.